Mein Name ist Ilias Dogan, ich bin 20 Jahre alt und studiere mittlerweile im vierten Semester Pflegeprimärqualifizierend an der TH Deckendorf und gehe jetzt im nächsten Sommereinsatz in ambulanten Pflegedienst zum Herrn Steininger nach Deckendorf. In meiner Schullaufbahn innerhalb der 10. Klasse habe ich ein pflichtsoziales Praktikum machen müssen. Habe das im Bezirksklinikum Mainkofen gemacht und bin da erstmals in Berührung im Bereich der Pflegekammer und habe so irgendwie Gefallen daran gefunden, mit unterschiedlichen Menschen zusammenzuarbeiten. Wir haben Vorlesungsbeginn, meistens so circa 8 Uhr, haben dann da Lehrveranstaltungen. Also wir haben theoretische Module, wo dann wirklich so klassische Lehre beinhaltet. Aber wir haben auch Praxismodule, die für den Studien ganz, ganz wichtig sind. Ich persönlich finde den Studienplan sehr gut gestaltet. Es ist meistens so, dass wir zum Beispiel einen Tag unter der Woche frei haben, dass wir dann neben dem Studium noch arbeiten gehen können. Also das Schönste, muss ich sagen, ist die Abwechslung zwischen Theorie und Praxis. Also wir haben wirklich natürlich unterm Semester überwiegend Theorie, aber wir haben einen festen Praxistag unter der Woche, wo wir dann wirklich in den Laborräumen sind und uns nur auf die Praxis konzentrieren. Spezielle THD kann ich deswegen empfehlen, weil wir wirklich ausgezeichnete Lehrpersonen im Pflegestudiengang haben, die uns wirklich sehr gut betreuen. Wir sind auch sehr gut mit umliegenden Einrichtungen vernetzt. Also es gibt Kooperationsverträge, wo sich das Referat Praxis sehr gut darum kümmert, sodass wir auch unter dem Semester immer wieder Praxisprojekte in den Einrichtungen absolvieren. Das Studium insgesamt dauert 8 Semester, sprich 4 Jahre. Wichtig ist, dass der Studiengang darauf ausgelegt ist, dass die Studierenden auch später dann wirklich in der Praxis arbeiten. Deswegen auch die hohen Anteile an Praxislehre. Weiter besteht natürlich die Möglichkeit, wie noch neben Bachelorstudium noch ein Masterstudium zu absolvieren. Zum Thema Finanzierung kann man natürlich sagen, dass das Studium an für sich leider nicht vergütet ist. Es ist aber so, dass wir an der TH Deckendorf die Möglichkeit haben, begleitend zum Studium in der Praxis zu arbeiten. Da haben sich unsere Dozenten sehr dafür eingesetzt. Zusätzlich dazu besteht die Möglichkeit, ab dem zweiten Semester das Pflegestipendium von Bayern zu beantragen. Das ist eine Vergütung in Höhe von 600 Euro, wodurch wir Studierende dann noch zusätzlich gefördert werden. Also die Pflege allgemein würde ich aus dem Grund empfehlen, dadurch, dass die pflegerische Praxis wirklich sehr, sehr facettenreich ist und man die Möglichkeit hat, mit unterschiedlichsten Menschen in den unterschiedlichsten Settings zu arbeiten und da die Pflege und speziell auch das Pflegestudium auf jeden Fall ein Beruf mit Zukunft ist.